Hallo zusammen und herzliche Grüße, wie immer aus der niedersächsischen Staatskanzlei zu Ihnen nach Wittingen zur Verleihung des Preises Mensch 2018. Ich habe schon in den vergangenen Jahren immer wieder gesagt, wie wichtig und wie gut ich eine solche Aktion finde. Aber in diesem Jahr ist mein Eindruck, ist sie vielleicht noch wichtiger. Denn wir befinden uns ja wirklich in Zeiten des Umbruchs und ganz vieles, was uns absolut stabil erschien, das ist auf einmal gar nicht mehr so stabil. Das verunsichert viele Menschen und was kann man dagegen eigentlich tun? Ich glaube, am besten hilft ein starker Staat, auf den sich die Bürgerinnen und Bürger verlassen können, aber auch eine starke Gesellschaft mit Menschen, die sich mit großem Erfolg und großem Engagement auch für andere einsetzen. Genau darum geht es bei Ihnen heute, um Menschen oder um Organisationen, Vereine, Verbände, die dazu beitragen, dass bei Ihnen im Landkreis Gifhorn, genauer gesagt im Nordkreis des Landkreises Gifhorn, die Gesellschaft funktioniert und man zusammenhält. Das brauchen wir heute mehr denn je und deswegen herzlichen Glückwunsch allen Preisträgerinnen und Preisträgern und die Bitte an alle anderen, nehmen Sie sich daran ein Beispiel. Tschüss.